Na, hast du dich so richtig aufgeregt, als du diesen Videotitel gesehen hast? Diese Aktivisten, die so stark versuchen, das Gendern durchzusetzen, wirken für mich wie dieser eine Schüler in der Klasse, der ständig durch das Schnipsen aufmerksam machen wollte, wie schlau der eigentlich ist. Aber hey, das generische Femininum, das wäre natürlich super, ja? Ich bin schon rausgeschmissen worden aus einer Vorlesung, weil Ja, ich mir aber also. gewünscht habe vom Dozenten, dass er doch bitte einmal in der Sitzung die weibliche Form benutzt. Also, hä, wieso, wie, also, warum genau genderst du? Ja, das ist doch Quatsch. Also man kann gendern und trotzdem, entschuldigt den Begriff, ein Arschloch sein. Anstrengend. Bei solchen Debatten wie über das Gendern zeigt die Forschung, werden viele nicht nur emotional, sondern sind auch super gestresst. Und mega krass, der Körper macht sich sogar kampfbereit. Wir treten heute mal einen Schritt zurück, raus aus der Debatte und versuchen rauszufinden, warum regt uns Gendern eigentlich so auf? Und wie kommen wir aus dieser emotionalen Debatte wieder raus? Welches Wort verbinden Menschen mit der Gender-Debatte? Das wollte der MDR in einer Umfrage wissen und das sind die 20 häufigsten Wörter, die die Leute genannt haben. Allein überflüssig haben um die 20% der Befragten genannt. Aber auch sowas hier. Quatsch, Schwachsinn, lächerlich. Und ja, wir mussten echt ziemlich genau hingucken, um zwischen all den emotionalen und größtenteils abwertenden Begriffen ein paar neutralere Wörter zu finden, wie zeitgemäß, kompliziert oder Gleichberechtigung. Und auch in den Kommentaren unserer eigenen Community, also vielleicht auch von euch, steckt wahnsinnig viel Emotion drin. Hört auf zu gendern und fangt an, die Sätze grammatikalisch richtig zu schreiben. Heul leise. Wir sollten vor allen Dingen aufhören, so dämlich zu gendern. Mein Gott, ey, hast du sonst nichts dazu zu sagen? Hauptsache, ihr habt korrekt gegendert. Du armer Knecht, die bösen Linken wollen dich zwingen, was zu ändern. Wir haben daher die unter euch mal gefragt, die solche Kommentare schreiben, unter welchen Umständen wäre gendern für dich okay? Eure Antworten haben uns dann teilweise echt überrascht, die zeigen wir euch aber später mal. Jetzt wollen wir erstmal gucken, warum wird die Diskussion ums Gendern überhaupt so emotional geführt? Tja, die Recherche dazu war gar nicht so leicht. Die Forschung befasst sich nämlich bisher vor allem mit den sprachlichen Auswirkungen, wie etwa, wie verständlich Gendern ist oder welche Stereotype dadurch erzeugt werden. Wenn euch der Forschungsstand dazu interessiert, dann können wir euch hier diesen Artikel auf quarks.de empfehlen. Aber warum viele Menschen auf das Thema so allergisch reagieren, dazu können wir euch leider keine Studien präsentieren, die genau das untersucht haben. Krass, oder? Und das, obwohl das Thema seit Jahren so hitzig diskutiert wird. Aber natürlich findet man in einigen Fachzeitschriften und Artikeln verschiedene Erklärungsansätze von Fachleuten. Wir gucken uns mal drei Thesen an, die genau dort immer wieder auftauchen. These 1. Menschen fühlen sich gezwungen zu gendern. Es stimmt schon, immer mehr Behörden, Kommunen und Unternehmen veröffentlichen Leitfäden zu gendersensibler Sprache. Sowas hier zum Beispiel. Vielleicht ist es ja bei euch am Arbeitsplatz, in der Uni oder in der Schule auch so. Manche Medienhäuser nutzen neue Genderformen oder sprechen in ihren Beiträgen den Genderstern mit, sagen also zum Beispiel LehrerInnen. Wir bei Quarks lassen uns da gegenseitig die Freiheit, das selbst zu entscheiden. Manche von uns gendern neutral, manche nicht. Andere nutzen weibliche und männliche Formen und wieder andere sprechen den Glottisverschluss mit, also diese kurze Pause. Wenn aber der Eindruck entsteht, jetzt müssen alle gendern, dann könnte das bei manchen Menschen Abwehr hervorrufen. Bewiesen ist diese Theorie fürs Gendern speziell jetzt nicht, aber wie die menschliche Psyche ganz grundsätzlich auf Zwänge reagiert, das weiß man schon. Es gibt dazu sehr viel Forschung und der Hauptbefund ist, dass Menschen eine Einschränkung von Freiheit nicht akzeptieren, wenn sie nicht begründet ist. Also, das ist ein wichtiger Aspekt und das spielt, glaube ich, auch in der Diskussion, glaube ich, eine große Rolle, dass viele Menschen den Eindruck haben, das setzt irgendjemand, zum Beispiel die Duden-Redaktion, setzt das, ohne dass ich ein Mitspracherecht habe und ohne dass meine Auffassungen dann mal berücksichtigt werden. An dieser Stelle mal ein kurzer Faktencheck. Stimmt es überhaupt, dass uns Gendern aufgezwungen wird? Kurz, nein. Das sagt zumindest Henning Lubin. Wir haben keinen verbindlichen Wortschatz, der von einer Behörde oder einem Ministerium festgelegt wird. Und insofern ist es nicht möglich, bestimmte Formen des sprachlichen Ausdrucks zentral festzulegen. Es gibt zwar den Rat der deutschen Rechtschreibung, aber der ist nur für Rechtschreibung und Zeichensetzung zuständig. Er kann also festlegen, wie etwas geschrieben wird und ob es dann bei euch zum Beispiel in der Schule als Fehler angestrichen wird. Also ob man jetzt googeln oder Google schreibt. Na, habt ihr es auch schon immer falsch geschrieben? Beim Gendern wird gerade diskutiert, ob der Stern oder das Binnen-I Rechtschreibfehler sind. Die Diskussion läuft aber gerade noch. Solche Rechtschreibregeln legt der Rat der deutschen Rechtschreibung übrigens erst dann fest, wenn sich die Sprache schon verändert hat. Er verordnet jetzt also nicht direkt eine neue Sprache. Wenn überhaupt, kommt dieser gefühlte Zwang also nicht von ganz oben, sondern eher durch so eine Art gesellschaftlichen Druck. These 2.
Es geht in der Debatte gar nicht nur ums Gendern, sondern auch um Gefühle und Bedürfnisse. Und die könnten durchs Gendern verletzt werden. Ein bekannter Psychologe, Klaus Grawe, hat ein Modell entwickelt. Und dieses Modell besagt, dass wir alle dieselben Grundbedürfnisse haben. Die Ausprägung ist natürlich individuell verschieden, aber grundsätzlich streben wir alle nach folgenden vier Dingen. Einem Selbstwert, also ein positives Bild von uns, Bindungen zu anderen Menschen, Unlustvermeidung, also dass wir uns von Dingen fernhalten, die uns eher stressen, und Orientierung und Kontrolle, was uns und unser Leben betrifft. Und genau da könnte das Gendern einen wunden Punkt treffen. Wenn zum Beispiel jemand das Gefühl hat, ihm wird eine Sprechweise aufgezwungen, dann ist vielleicht das Grundbedürfnis nach Kontrolle verletzt. Oder wenn es mich nervt, dass ich mich überhaupt mit dem Thema befassen muss, wäre das vermutlich pure Unlust, die wir ja eigentlich vermeiden wollen. Aber ihr hört schon, könnte, wäre, vielleicht. Die Grundbedürfnisse nach Grawe sind jetzt erstmal nur ein Modell. Ob dieses Modell auch beim Gendern greift, ist bisher nicht erforscht. Am Ende hilft es also zu verstehen, was Gendern für die einzelne Person noch bedeutet. Wenn es nur um eine andere Art zu sprechen geht, dann wird uns das vermutlich emotional nicht so mitnehmen. Lila oder Violett, wer regt sich darüber schon auf? Anders ist es aber, wenn wir mit der Änderung der Sprache unterschwellig Hoffnungen oder Ängste verknüpfen. Wenn ich zum Beispiel fürchte, gendersensible Sprache ist ein Zeichen dafür, dass sich die Gesellschaft zu meinen Ungunsten verändert, dann kann ich das natürlich bedrohlich finden. Zu sagen, es geht um Privilegienverschiebungen. Und das ist einfach immer irgendwie stark an den Emotionen verbunden. Für manche geht es um Verluste, für manche geht es um Gewinn sozusagen. Dabei ist egal, ob eine Bedrohung real ist oder nicht. Allein das Gefühl, bedroht zu werden, stresst uns. Und dieser Stress versetzt den Körper in Alarmbereitschaft. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, Stresshormone werden ausgeschüttet, der Körper macht sich kampfbereit. Auch das könnte Auslöser für impulsive verbale Attacken sein, die wir zum Beispiel in Kommentaren zu unseren Videos sehen, wenn wir gendersensible Sprache verwenden. Und hier kommt noch eine weitere mögliche Erklärung. Ob wir gendern oder nicht, das ordnet uns, zumindest in der Wahrnehmung anderer, fast automatisch einer Gruppe zu. Wir gehören alle irgendwie unbewusst zu Gruppen wie Stadt- oder Landmensch oder ganz bewusst zu Gruppen wie Fan von dem einen oder von dem anderen Fußballverein oder ob ich jetzt Karneval-Fan bin oder totaler Hater. So ist das auch beim Gendern. Gehöre ich zu denen, die aktiv gendern oder zu denen, die es nicht tun? Wenn man gendert, so ist die überwiegende Meinung, denke ich. Denn bringt man damit zum Ausdruck, dass man eben diese Formen nutzen möchte, um damit eine ganz besondere Gleichstellung der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen und dieses dann auch zugleich als für sich in der Sicht auf die Gesellschaft praktisch als ein wichtiges Anliegen formuliert. Sprache macht also zusätzlich eine gesellschaftspolitische Schublade auf. Sie kennzeichnet mich als jemanden, der ein bestimmtes Modell des Zusammenlebens befürwortet. Nun finden aber andere Menschen ein anderes Modell besser. Und schon haben wir zwei Gruppen. Und dann passiert etwas, was Psychologen und SoziologInnen einen In-Group-Bias nennen. Das bedeutet schlicht, Menschen, die uns ähnlich sind, die der gleichen Gruppe angehören, beurteilen wir positiver als Menschen, die eben nicht zu dieser Gruppe gehören. Vielleicht fahren wir deswegen beim Gendern so krass aus der Haut, weil wir Menschen, die nicht unserer Meinung sind, als Mitglieder einer Gruppe wahrnehmen, die wir eben ablehnen. Und dann sinkt natürlich die Hemmschwelle, diese Menschen nach Herzenslust zu beschimpfen, so nach dem Motto, ja, der gegnerische Verein eben. Wichtig ist natürlich, eine Person steht immer für mehr als nur eine Sache. Vielleicht ist die Person, die gendert, ja auch Fan deines Lieblingssängers. Oder die, die nicht gendert, kommt aus dem gleichen Dorf wie du. Für ein besseres Gespräch könnte es also vielleicht helfen, nicht immer nur auf das zu gucken, was uns trennt, sondern danach zu suchen, was uns verbindet. Denn beide psychologischen Modelle deuten darauf hin, dass es in der Debatte gar nicht immer nur um die eigentliche Sprachänderung durch Gendern geht, sondern dass das viel mehr mit uns und unserer Weltansicht und unserer Stellung in der Gesellschaft zu tun haben könnte. Vielleicht ist die Antwort darauf aber auch viel simpler. These 3. Neues ist für unser Gehirn anstrengender. Das Mitsprechen des Gendersternchens, zum Beispiel bei LehrerInnen, bedeutet für unser Hirn erstmal, das ist neu, also unbequem. Der einfachere Weg wäre also, den gewohnten Pfad zu gehen und Lehrer zu sagen, also das generische Maskulinum zu nutzen. Denn so haben die meisten von uns das ja gelernt. Wenn sich in der Sprache, die wir mühsam erlernt haben, etwas ändert, dann kann sich das erstmal falsch anfühlen. Aber grundsätzlich gilt, wenn wir ein neues Wort bewusst nutzen, bildet sich jedes Mal eine stärkere Verknüpfung zwischen den Nervenzellen.
Aufs Gendern übertragen würde das bedeuten, wenn wir die gefühlte Pause oft bewusst sprechen, würde es vermutlich irgendwann normal werden. Das funktioniert übrigens auch passiv. Je mehr Menschen das Sternchen mitsprechen, je öfter wir es also hören, desto eher würden wir es irgendwann vermutlich normal finden. Das alles ist aber noch nicht spezifisch für das Gendern untersucht worden, sondern vor allem für den kindlichen Sprachgebrauch und das Erlernen von Fremdsprachen. Wenn wir Fremdsprachen lernen, funktioniert das ja so. Ich lerne jetzt zum Beispiel im Englischen das Wort Woman für Frau. Da muss ich jetzt kein neues Konzept lernen. Beim Gender-Sternchen kommt jetzt aber noch eine Besonderheit on top. Es geht nicht nur um Sprache, sondern auch um Überzeugungen und Werte. Lange Zeit zum Beispiel sind Menschen davon ausgegangen, es war sozusagen eine Gewissheit, dass es zwei Geschlechter gibt, Männer und Frauen. Wenn wir nun weitere Geschlechter in die Sprache integrieren wollen, dann muss sich auch unser Denken ändern, nicht nur unsere Sprache. Beim Gender-Sternchen, das ja ein Platzhalter für alle ist, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen, kommt also zur rein sprachlichen Veränderung noch was dazu, nämlich eine grundlegende Änderung unseres Konzepts von Mann und Frau. Nun ist es aber so, dass gerade, dass es zwei Geschlechter gibt, besonders tief in unserem System von Überzeugungen, Annahmen über die Welt verankert ist. Und da wissen wir aus der psychologischen Forschung, dass solche tief verankerten Überzeugungen nur sehr schwer zu ändern sind. Hinzu kommt, dass wir ohnehin schon in sehr unsicheren Zeiten mit sehr viel Ungewissheit leben. Und wenn dann noch so letzte Gewissheiten, wie es gibt zwei Geschlechter, in Frage gestellt werden, dann gerade in solchen schwierigen Zeiten, dann wehren sich Menschen noch mehr dagegen, weil sie wenigstens das letzte bisschen an Sicherheit noch bewahren wollen. Was in unserem Hirn ganz generell vorgeht, wenn wir Meinungen hören, die nicht unserer eigenen entsprechen, das haben Forschende mal genauer untersucht. Und sie haben gesehen, das Hirn, genauer der präfrontale Kortex, also der rationale Teil, der verarbeitet Infos, die eher der eigenen Sichtweise entsprechen, aktiver als Infos, die davon abweichen, also andere Meinungen. Crazy, oder? Und bei einer anderen Studie hat man gesehen, Menschen, die Gegenargumente zu ihrer eigenen politischen Überzeugung zu lesen bekamen, hatten eine sehr aktive Amygdala. Das ist das Stress- und Angstzentrum. Andere Meinungen können also Stress auslösen. Das könnte vielleicht erklären, warum in einer Umfrage 45% der Befragten sagen, sie unterhalten sich nicht gerne mit Menschen, die andere Wertvorstellungen haben als sie selbst, weil das nicht viel bringt. Aber ihr seht, auch hier können wir uns nur der Frage, warum gerade übers Gendern so emotional gestritten wird, nur über Umwege nähern. Denn uns ist bei unserer Recherche keine Studie in die Finger gekommen, die die Hirnaktivitäten bei Menschen misst, die Gendern doof finden, oder Menschen, die selbst gendern und bei anderen das generische Maskulinum hören. Also wollen wir wissen, wie kommen wir aus dem Streit wieder raus? Also, ich glaube, dass alle Seiten anerkennen müssen, dass auch die andere Partei gute Argumente und auch gute Absichten hat. Und dann muss man sich zusammensetzen und sprechen. Miteinander sprechen, nicht übereinander sprechen. Hier mal drei Learnings, die wir hilfreich finden. Erstens, verbal abrüsten. Schon die Begriffe in der Debatte sind oft moralisch aufgeladen. Die einen reden von Geschlechtergerechtigkeit, verknüpfen das also mit etwas sehr Positivem, die anderen von Gender-Wahnsinn. Da ist die Verknüpfung sehr negativ. Und durch beides, klar, können sich andere beleidigt fühlen. Die einen werden ja indirekt als ungerecht bezeichnet und die anderen als wahnsinnig. Das ist jetzt nicht sehr zielführend. Weniger Angriff ist besser, hat uns auch die Psychologin Dorothee Scholz geschrieben. Für gute Diskussionen ist häufig auch das Motto Lösungen statt Schuldige sinnvoll. Wenn zum Beispiel jemand sehr im Vorwurfsmodus ist, auch mal fragen, wie die jeweilige Situation aus Sicht des Gegenübers besser gestaltet werden könnte oder wie er Fragestellung XY lösen würde. Und weil wir diesen Ansatz echt interessant fanden, haben wir das mal versucht. Ihr erinnert euch, wir haben einige von euch gefragt, unter welchen Umständen wäre Gendern für dich okay? Und viele Antworten waren so. Unter keinen. Warum sollte man gendern? Überhaupt nicht. Das ist linksgrüner Mist. Gar keinen. Wer hat sich diesen Blödsinn ausgedacht? Manche aber auch so. Danke erstmal für die Frage. Hätte damit nicht gerechnet. Solange es keine einheitliche Regelung gibt, sollte man beim Alten bleiben. Wenn der Sender der Botschaft das weibliche Geschlecht explizit in den Vordergrund der Sachaussage stellen möchte. Die lösungsorientierte Frage hat also nicht immer zu einer sachlichen Antwort geführt. Aber trotzdem haben wir das Gefühl, die Diskussion lässt sich dadurch manchmal ein bisschen versachlichen. Das nehmen wir also mit. Zweitens, nicht sofort in die Debatte einsteigen. Dem Hirn also Zeit geben, sich vom ersten Schock zu erholen. Erstmal durchatmen, nachdenken. Dann sind wütende Äußerungen unwahrscheinlicher.
Es gibt nämlich eine Theorie, die auch in verschiedenen Studien nachgewiesen wurde. Normalerweise verarbeiten wir Informationen hier, über den langen Weg im präfrontalen Kortex, wo unser logisches und rationales Denken angesiedelt ist. In bedrohlichen Situationen nimmt unser Hirn aber gerne die Quick and Dirty Route über die Amygdala, unser Angstzentrum, ihr erinnert euch vielleicht, und reagiert direkt. Im Zweifel ist so eine direkte Reaktion überlebensnotwendig. Bei hitzigen Diskussionen eher nicht. Drittens, sich daran erinnern, dass es keine richtige Sprache gibt. Unsere Sprache verändert sich andauernd, weil sich auch unsere Umwelt um uns herum verändert. Wir brauchen neue Begriffe, wenn wir neue Dinge erfinden. Computer ist ein gutes Beispiel oder das Internet. Und manches verschwindet auch wieder, weil es nicht mehr gebraucht wird, weil es inzwischen vielleicht modernere Begriffe gibt. Oder redet ihr euren Onkel noch als Oheim an? Und deshalb kann es auch gut sein, dass neue Wörter oder Sprachwendungen, die uns heute riesig aufregen, uns morgen völlig egal sind. Entweder, weil sich das Neue nicht durchgesetzt hat oder weil es einfach normal geworden ist. Vieles wird auch eben in der Sprache nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir haben uns gefragt, welche Beispiele aus der Vergangenheit gibt es, bei denen es auch größeren Widerstand gab? Und wie ist die Situation heute? Meine 93 Jahre alte Mutter beispielsweise, die kann sich noch heute darüber aufregen, dass sie in den 50er Jahren im Büro als Fräulein bezeichnet worden ist und so ernsthaft angesprochen worden ist, weil sie das natürlich als etwas, als eine Kleinmachen empfunden hat gegenüber der verheirateten Frau, die als Frau angesprochen worden ist. Und in der Tat hat sich ja die Verwendung des Wortes Fräulein spätestens seit den, ich würde mal sagen, 80er Jahren, vielleicht auch schon seit den 70er Jahren, sehr stark zurückgezogen und heute wird es im Grunde genommen nur noch ironisch eingesetzt und nicht mehr, um unverheiratete Frauen zu kennzeichnen. Vielleicht ist es also gut, sich klarzumachen, dass sich bestimmte Ausdrucksweisen nur durchsetzen, wenn sie von der Mehrheit angenommen und auch mitgemacht werden. Sprachentwicklung, sagt zumindest Henning Lubin, sei ein urdemokratischer Prozess, den alle durchs Sprechen automatisch mitgestalten. Wie ist das bei euch? Diskutiert ihr noch über das Gendern? Falls ja, habt ihr vielleicht einen Tipp, wie dieses Gespräch nicht mehr so emotional ablaufen kann, schreibt es uns bitte unten in die Kommentare. Und am besten verpasst ihr nichts mehr von uns. Dafür müsst ihr uns nur abonnieren und die Glocke aktivieren. Hier noch zwei weitere Videos von uns. Klickt gerne mal rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.